Ich freue mich sehr, dass ich heute hier mit Thomas Feiler, dem Gründer und CEO von Data Migration International, über das Thema digitale Transformation, über das Thema Innovation und Artificial Intelligence sprechen darf. Thomas, herzlich willkommen in unserer Lounge. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Freue mich auch, dass du da bist. Ja. Wunderbar. Bei diesem absolut wunderbaren Wetter. Ja. Wollen wir über was reden, das alle eure Kunden beschäftigt, die digitale Transformation. Was sind da gerade die Hot Topics bei dem Move in diese neue Welt? Ja gut, ich meine, die Hot Topics ist im Prinzip in diese neue Welt. Der wichtigste Punkt ist, dass wahrscheinlich 80% eben noch nicht in dieser neuen Welt sind, oder? Mit neuen Welt meine ich jetzt einmal dieser Kern als SAP S4. Da sind sie entweder teilweise noch dran, 80%, beziehungsweise sind noch gar nirgends. Jeder weiß, das Jahr 2027 ist die Wartung dann reduziert, beziehungsweise dann endgültig eingestellt 2030. Und so ein Projektvorhaben ist relativ aufwendig. Und das ist einer der wichtigsten Treiber momentan für unser Geschäft. Was macht es denn für die Unternehmen so schwer, diesen Move zu S/4HANA? Die Komplexität. Als Ganzes, oder? Wenn man, das sind ja historische gewachsene Systeme, die sind 20 Jahre alt und da sind natürlich Datenbeständen drin, wo ich sage mal 95% eigentlich gar nicht relevant sind, weil sie ja historisch sind für den operativen Betrieb, haben aber sehr große Werte. Und zweitens, diese Qualität von diesen Daten ist nicht unbedingt so in einem Zustand, dass man es auch für die Digitalisierung nutzen kann. Und da kommt die Komplexitätsstufe noch dazu, dass meistens eben nicht nur ein System abgelöst werden muss durch Zukäufe und historisch bedingt gibt es meistens mehrere, die zusammen konsolidiert werden müssen. Das ist eine sehr große Challenge für diese Kunden, macht es sehr aufwendig. Und wie unterstützt ihr die Kunden bei diesen Mammutprojekten? Ja, gute Frage. Wer unterstützen wir die? Wir sagen eigentlich, wir müssen unser Auftrag als Softwarelieferant, wo die Kunden unterstützen sollen, um diese Transformation zu vereinfachen, ist wirklich Lösungen zu bauen. Ich sage immer visionär gesehen, eigentlich auf einen Klick diese Transformation ermöglichen. Das wird es wahrscheinlich so in der Form nicht geben, aber man kann die durch eine geschickte Usability von der ganzen Oberfläche, von der Führung her, kann man solche Projekte vereinfachen. Das ist mal eine Sache. Zweitens ist durch unseren Grundsatzentscheid oder Approach, wo wir haben, dass wir sagen, übernehme nur die operativen Daten, dann nimmst du brutal Komplexität raus. Das kannst du natürlich nur so locker sagen, wenn du auch eine Lösung hast für die historischen Daten. Weil das sind die Werte des Unternehmens liegt in diesen historischen Daten. Und wenn du nur 5% von den Daten am Ende vom Tag, wo operativ relevant sind, das ist real, dann hast du 50% weniger Komplexität, Minimum. Ja, und reduzierst natürlich deine Migrationsaufwendungen. Und zweitens, du hast eine faire Chance, dich um die 5% Daten zu kümmern und auf einen sauberen Stand zu bringen, die wirklich relevant sind für den zukünftigen Betrieb. Also es ist diese Simplicity in der Complexity dieser Projekte, die euch auszeichnet. Ihr seid ja auch immer wieder im Gartner Magic Quadrant. Was macht denn GIFS, euer Produkt, noch einzigartig? Ja, ich denke mir, wenn man mit den Kunden, mit dem Business redet und denen eigentlich sagt, ja, du schaut mal, die historischen Daten übernehmen wir nicht in die neue Welt, dann sind die mal zuerst gar nicht so happy, oder? Aber wenn wir ihnen dann aufzeigen, dass sie über das SAP S4, das neue, auf die historischen Daten zugreifen, die auf dem GIF sind, als ob sie im SAP S4 sind, dann nachher sind sie auf einmal wieder glücklich und sagen, ja, du, ich habe ja nichts an Wert verloren. Und das macht uns so einzigartig, da haben wir auch ein Patent drauf auf diese Schnittstelle. Und das ist sicherlich ein einzigartiger Approach, dass man sich sehr stark bei uns eben um die historischen Daten kümmert, sehr von Anfang an um die Datenqualität kümmert, um diese Reduktion. Und das bietet eben unsere Plattform für Quellsysteme SAP und Non-SAP und für das Laden auch in unterschiedliche SAP-Systeme. Es gibt ja die Public Cloud, es gibt die Private Cloud, es gibt das RISE, es gibt ein CRM, es gibt ein HCM etc.
Und wenn ich das jetzt so höre, das bedingt wahrscheinlich auch, dass ihr euch tagtäglich mit Innovation beschäftigt. Was treibt euch da um? Generative AI, das Schlagwort des Moments, in dem wir gerade sprechen. Wie nutzt ihr das? Ja, das ist schon eine Geschichte, die wichtig ist, oder? Ich habe gesagt, die Usability ist ganz wichtig, dass du quasi die Benutzung von unserem System für diese verschiedenen, wir sagen, Use Cases viel, viel einfacher machen kannst. Aber auch die Automatisierung ist wichtig. Und jeder weiß, Automatisierung kriegt man hin, einerseits mit geschickten Algorithmen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite spielt AI-Technologie da eine wesentliche Rolle. Also ich gebe irgendwas ein und sage, das soll jetzt mal automatisch gemappt werden. Ja, das hört sich ja schon so nach einem ChatGPT an für solche Konversionen. Und so in die Richtung geht es. Und wir haben hier sehr viel jetzt in den letzten Jahren mit eingebaut, wo eben auf diesen AI-Algorithmen basieren, um diese Datenqualität zu vereinfachen und die Automatisierung, das steht im Vordergrund, um die eben zu erhöhen. Und ihr seid ja auch jemand, eine Firma, die extrem daran glaubt, dass man mit Partnern mehr erreichen kann. Wir feiern heute sozusagen den Partner Day der Digital Lounge. Wie steht es um euer Partnerökosystem? Wie enabelt ihr die? Wie treibt ihr auch an dieser Front Innovationen gemeinsam mit euren Partnern vorwärts? Ja, also meine wichtig ist, die Partner, es nützt nichts, wenn die Welt von unseren Lösungen nichts weiß und die Partner sind die Trusted Advisor bei den Kunden. Also die müssen auch unsere Lösungsansätze verstehen. Auch überzeugt sein, dass das funktioniert. Und das hat auch einen bestimmten Grund, dass wir jetzt mit 120 Partnern in Gesprächen sind, in laufenden Austauschen, in laufenden, sag ich mal, auch fast Schulungen, wo man denen beibringt, wie unser Ansatz funktioniert. Und wir haben über 40 Partner, wo wir aktiv, entweder im Rahmen von wirklich aktiven Projekten oder auch Marketingkampagnen oder auch Partner, wo eben auch Implementierungen machen mit unserer Software, die eben halt auch die Fähigkeit haben, weltweit die Ressourcen zu stellen zu vernünftigen Preisen. Und es läuft ja auch gerade hier oben im Schloss ein Hackathon, wo ihr die jungen Talente auf Challenges ansetzt. Wie bringt ihr das zusammen? Und ich glaube, da gibt es auch News, die sich in Form eines neuen Digital Hub bei euch jetzt kundgetan haben. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, schau, wenn jetzt in den vergangenen Jahren, 7 Jahren, 20% der Kunden umgestellt haben und jetzt müssen 80% der umstellen, das ist ganz einfach. Wenn du das Wachstum drunter legst, oder, dann hast du ein Wachstum von 30%. Das kannst du die Software automatisieren, das macht einen Teil, die Usability verbessern, aber du brauchst junge Talente, die du eben mitziehst, die dir helfen, solche Transformationsprojekte umzusetzen. Und diese jungen Talente, die kommen nicht einfach so. Du musst irgendwas machen dafür. Also du musst präsent sein in den Universitäten, in den Hochschulen, du musst Mehrwerte bieten. Und du musst eben solche Sachen wie zum Beispiel mal so ein Hackathon mal machen, wo du sagst, okay, da lade ich alle diese Talente ein und die können für uns eine Lösung. Und jetzt in dem Fall, das ist ein ganz schönes Beispiel, für Partner, für uns, für Kunden Lösungen bauen, wo sie dann eben einen schönen Preis kriegen. Und so kommst du in Kontakt. Und mit der Collaboration geht es ein bisschen weiter. Meine Homeoffice ist ja schön und gut. Aber so innovative Lösungen für die Zukunft zu bauen, auch bei uns hört es nach der Transformation nicht auf. Wir wollen ja auch noch nachher unsere Plattform den Kunden zur Verfügung stellen, dass sie eben auch innovative neue Lösungen bauen können mit SAP, BTP, basieren auf Technologien von uns mit künstlicher Intelligenz, dass sie unsere Plattform auch als Data Fabric eben nutzen können. Ja, und um solche Lösungen zu brauchen, brauchst du das Know-how von Kunden, von Partnern, von den jungen Talenten, von den Unis etc. Und aus dem Grund haben wir entschieden, dass wir nicht nur für uns alleine ein neues Büro bauen mit ganz neuen Konzepten, sondern eben so eine Begegnungsstätte für all diese Parteien. Ist schön, ihr meint das also so ernst, dass ihr sogar in ein neues Gebäude investiert, in der Zeit, wo man immer wieder hört, Homeoffice, du hast es selber gesagt, oder die Firmen verkleinern ihre Office Spaces. Und wenn wir jetzt in die Zukunft schauen, Thomas, wir sind so kurz vor 27. Was siehst du da? Du bist ja der Visionär eurer Firma. Was sagst du?
Was ist dein Ausblick? Über was sprechen wir 2027? Ja gut, ich meine, ich glaube, wir haben es heute sehr gut gehört an dem Anlass von dem Vortrag, wo wir gesehen haben von der SAP. Die Kunden bauen Lösungen und basieren auf künstlicher Intelligenz. Die sind ja nicht von heute auf morgen gebaut. Diese Lösungen brauchen als Kern irgendwo in ein intelligentes ERP-System. Also müssen wir sich zuerst mal dahin move. Und das ist nicht eine Lösung, die einmal fertig ist. Das ist was Laufendes. Also 2027 werden wir genau diese neuen Technologien, wie wir jetzt das erlebt haben mit ChatGPT, wo man dann eben nutzt, in den eigenen Lösungen, um seine eigenen Prozesse zu verbessern, um mehr zu automatisieren und. Also das ist auch der Grund, dass wir gesagt haben, wir beschäftigen uns heute, das ist wie so eine Domäne der Transformation, das ist Discover, entdecke dein System, baue dir dein neues System, betreibe dein neues System und jetzt neu haben wir so wie eine Domäne 2, dann sagen wir Innovate, nutze deine Daten, um innovative Lösungen zu bauen. Ja. Super, dann werden wir also dann 2027 bei der dann 5. Digital Lounge in genau diese Themen eintauchen miteinander und ich freue mich auf ganz viele spannende Use Cases. Vielleicht schon früher. Genau. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, Thomas. Danke auch. Ja.